5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. Ja, Jungs, und servus zurück. Wie gesagt, ich nehme das Ganze hier im Vorraum auf. Willkommen jetzt zum 5. Spieltag dieses Turnierens. Und zwar geht's gegen den guten Alex, oder ich soll, wenn man dich falsch ausspricht, aber wie komisch auch man, deswegen sorry für die Aussprache. Wie gesagt, er ist momentan Tabellenzweiter, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es könnte jetzt eine Hausnummer werden. Er mit Augsburg gegen uns als Dynamo Dresden. Ich bin jetzt gespannt, ob er gleich reinkommt. Wie gesagt, schreibt gerne, was denkt ihr? Bleiben wir in Liga 1? Ja oder nein? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sind uns im Spiel erst reingekommen und deshalb rein ins Spiel. Let's go! Bin mal gespannt, wer gegen den schon gespielt hat, Digga. Also, mal sehen, ob er so gut ist. Ja, Jungs, let's go! Geht der Dynamo Dresden gegen den FC Augsburg. Spieltag Nummer 5. In diesem Summer Hit Turnier. Mal sehen, ob er seine Stellung ganz oben auf Platz 2 dort beweisen kann gegen uns als Abstiegsbedrohte in Richtung Liga 2. Ballas gegen Finn. Mann! Ey, aber sowas von... Kein Durchkommen, du hast kein Durchkommen bei ihm. Und dann spiel ich solche Fehlpässe. Ach, fick da mein Leben, sick da. Ist das denn? Nee. Nee. Also dann am Ende noch. Oh, nee. I'll see you again. Jo, wahrscheinlich. Jawohl, 3-0. GG, hast gewonnen. Alter. Ja, hier mit einer Körpertäuschung vorbei und dann habe ich wieder keine Anspielstation mehr. Weil alle sich nur auf den Ball konzentrieren und gefühlt davon weglaufen. Ja, natürlich. Natürlich, Vargas. Ja, gönn dir. Deckt halt keiner in der Mitte. Jo, 4-0, 45. Ey, das wird die Packung des Jahres, ey. Also ich will nicht höher als 5-0 verlieren. Es ist echt Demütigung, Alter. Es ist so wie am ersten Spieltag. Es klappt nix. Nix mehr. Digga, und bei ihm klappt alles, Alter. Mein Spieler steht schon vor ihm und kriegt den Ball trotzdem nicht. Also mir fehlen eigentlich die Worte mit dem Spiel gerade. Oh, fuck. Also schlechtes GG. Und ich würde sagen, wir sehen uns im zweiten Spiel, am 6. Spieltag, also im zweiten Spiel für dieses Video wieder. Das heißt, 6. Spieltag gegen Daniel. Let's go, rein ins Game, bis gleich. Ja, es ist wie gesagt, wir sind angekommen. 2. Spieltag gegen den guten Daniel. Wie gesagt, ich kenne den auch im Stream unter dbt.tv. Checkt den auf jeden Fall ab, auch auf YouTube. Wie gesagt, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, auch von Alex an Instagram. Alles unten drinne. Und ja, zwar, es geht weiter. 6. Spieltag ist das mittlerweile schon. Wie gesagt, auch der letzte für heute erstmal in diesem Video. Immer 2 pro Video sollten wir das locker flockig schaffen. Und ja, wie gesagt, Kaiserslautern. Sein
Ja, sein Lieblingsverein, sagt man glaube ich mal so. Und heute steht es an halt, das Spiel. Wie gesagt, das letzte Mal beim Turnier, da war er nicht so erfreut, wo wir gewonnen haben. Das andere Turnier haben mussten wir uns 7-1 oder höher sogar geschlagen geben. Und heute soll nun alles anders werden. Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Wir sind drauf gespannt, auf was für ein Spiel ich mich hier einstellen kann. Auf jeden Fall, letztes Mal war es ein intensiv spannendes Spiel bis zum Ende. Ich hoffe, dass es heute genauso wird. Oh, Schmidt. Komm, Wahlküst, Junge, kriegst du noch. Ja, let's go. 30. Minute 1:0. Let's go. Und dann war es Schmidt. Mit dem 1:0 in der Minute, in der 29. Minute, er kriegt den Ball nicht weg. Und dann passiert das Ding halt. Hatten aber schon davor drei dicke Möglichkeiten, eigentlich das Ding reinzumachen, aber am Ende ist es ein Fehler von ihm. Oh, Goldnack, Junge! Let's go, Maschine, Alter! Da packt er mal den Seitverzieher, Rückverzieher aus hier. Was für ein schönes Ding! Schönes 2:0. So will man in der Liga 1 bleiben. So sieht das aus. Terrazino mit dem 3:0. 66. Minute Terrazino. 3:0. Stark gemacht. Ja, Matosakius. Das ist das 1:3. Und wir haben noch 10 Minuten Zeit, um das Ganze hier sauber über die Bühne zu bringen. Ich dachte, der Ball war im Aus, lull. Und der macht stark 3:2 nur noch. Und jetzt müssen wir nochmal zittern. Und wir gewinnen am Ende. Würde ich sagen, verdient mit 3:2. Er kam leider dann noch durch die zwei Tore nochmal zurück. Aber am Ende sagen wir, nehmen wir die drei Punkte sicher mit. Und ja, Gewinn am Ende 3:2. Und damit war es das von dem Video. Wie gesagt, Däumchen da lassen, abonnieren nicht vergessen. Moto 200 Abos. Ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Und.